Hallo, Nürnberg Straßenbahnfans 0911, ja. Und so geht es heute mal um ein was anderes mal wieder. Endlich mal komme ich dazu, ein Video von dem Blaupunkt Autoradio zu machen. Eigentlich wollte ich ja das hier auch mal in Betrieb hier nehmen, dieses VW Alpha Radio, aber das ist leider im Arsch anscheinend. Das Einzige, was bis jetzt nur sich zum Laufen gebracht hat, dass sich das Laufwerk da drin von der Kassette ein bisschen bewegt hat oder geklappert. Aber da tut sich sonst gar nichts. Also ich habe, wenn wir, ich habe das schon verschrottet irgendwie mal. Oder das ist schon im A kaputt. Auf jeden Fall habe ich das noch. Auch schon lange hier rumliegen. Ich weiß nicht, ob das hier oben der Code ist, das 1847. Ich denke mal, das kannst du auf jeden Fall vergessen. Aber gut, dass ich dieses Teil damals aus einem Container damals mitnehmen durfte, weil das ist auch schon zwar mein Praktikum. Das, ja, ist ganz cool. Auf jeden Fall funktioniert das hier wesentlich. Da ist jetzt auch hier hinten die Sicherung drin. Hier hinten. Oh shit. Hier hinten die Sicherung hier drin. Was hier ursprünglich drin war. Ist jetzt nur auf dem Kopf über bei euch wahrscheinlich jetzt dann zu sehen. Aber egal. Zur Not. Hoffe ich. Gut, dann fangen wir nochmal an. Jetzt ist hier das leider reingefallen. Ein Fail in der Videopanne. Der Strom läuft hier mit 12 Volt, 2 Ampere von über dieses Hammer-Netzteil. Da leuchtet dann die grüne LED dann später auf. Und dann geht es, ja. Ich hoffe, ich glaube, man hört, dass ich leicht erkältet Schnupfen habe, aber ich hoffe, das macht euch nichts. Gut, dann schalten wir das noch einfach mal an. Aber erstmal Stecker rein, weil ohne Strom geht nichts. Dann mache ich hier aber die Taschenlampe aus, weil das brauchen wir eigentlich jetzt nicht. Die grüne LED geleuchtet auf. Jetzt machen wir nochmal an. Jetzt müssen wir nur wieder schauen wegen die Lieder hier im Radio, weil das ist immer so eine Sache. Und zack. Und dann steht hier schon der Display an. Das ist hier sehr cool. Und hier ist auch der Drehknopf. Bei dem wäre das hier nicht so mit so einem Knacksknopf. Bei dem wäre das dann anders. Dann müsste man draufdrücken. Vielleicht hört man es. Na gut, und hier ist auch beim Sound schon, da fehlt auch schon die Hälfte. Der Knopf, was hier dran war. Also der Knopf, was hier dran war, ist jetzt hier dran, der andere war kaputt. Der hat nicht mehr gehalten, richtig. Aber der funktioniert jetzt auch soweit. Und hier kann man auch Ton noch einstellen. Aber da ist auch der Knopf schon fast hinüber. Den muss man mal ein bisschen kleben mit. Ja. Hier. Müsste man vielleicht mal ein bisschen nochmal einen Heißkleber oder was reinmachen, vorsichtig und da wieder dran kleben, dass es wieder hält. Aber da passiert eh nichts, wenn man das draußen reinsteckt. Egal. Naja. Gut, dann schauen wir nochmal an. Schauen wir mal, was hier kommt. Ach, das Lied. Das hier hinten ist auf jeden Fall hier so. Jetzt hier nur grob hier der Lautsprecher hier oben angeschlossen. Ja, es geht nur mit einem eigentlich, dass es schön laut ist. Bei der Seite da drüben. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber die anderen sind ein wenig leiser, dann an anderen Anschlüsse. Entweder es muss man einstellen oder nicht. Aber ich habe das hier bewusst drauf gestellt. Ich zeige jetzt eben auch mal, warum ich das eigentlich hier mit ein wenig anders aufgebaut hatte. Wenn ich den Lautsprecher so habe, hört sich das nämlich komisch an. Wenn ich jetzt das wieder aufbaue, jetzt habe ich natürlich Scheiße natürlich, jetzt habe ich natürlich keine zweite Hand mehr frei. Das war eigentlich nicht so geplant. Dann muss ich das mal schnell versuchen hinzustellen. Ich hoffe, das geht. Weißt du was, dann nehmen wir einfach hier dieses VW Alpha Radio, das ist eh im Arsch, und versuchen das schnell hinzustellen, grob. Ich hoffe, es bleibt jetzt auch mal schnell stehen, dass ich das wieder aufbauen kann. Scheiße. Glump. Bloß ein Umfall, weil wenn ich drauf bin, muss ich das pixeln. Deswegen gehe ich aus sicherheitshalber wegen zurück, aber ich glaube, ich bin weit genug weg. Ja, weil das hatte ich nämlich eigentlich ganz bewusst hier schon so grob nämlich aufgebaut, weil dann hört man dann später nicht den Unterschied wieder vom Klang. Wahrscheinlich wird es jetzt eh gleich unscharf werden. Heavy Ra WTF? Wie wird das jetzt gerade aufgebaut? Ja, genau. Wenn ich das nämlich jetzt so ein bisschen gestützt einfach ist, so muss ich nicht das hier noch da oben drauflegen, dass das ein bisschen nach oben gehalten wird. So. Ich hoffe, es hält jetzt wieder. So halbwegs. So, weil dann habe ich nämlich hier den Vorteil, jetzt hört es nämlich schon anders an. Jawohl, und wieder eingestürzt. Das war scheiße.
Ja, das ist jetzt der Vorführeffekt natürlich im Video, das hatte ich eigentlich nicht geplant so. Aber okay. Es liegt nur Werbung. Bei Werbung, das soll ja eigentlich urheberrechtsfrei sein. Irgendwas stimmt jetzt nicht mehr. Vorhin hat's gehalten. Zum Beispiel im neuen Golf IQ Drive. Top ausgestattet mit intelligenten Assistenzsystemen. Ja, wollen wir uns mal niesen. Das wird kurios. Bei allen Volkswagen-Betrieben der Feser Kraftgruppe und auf. Oh, wenn man zu laut macht, dann verrutscht es. Man hat's, glaube ich, gesehen, dass es verrutscht ist. Mach mal lieber leiser, dann hält es auch auf mich. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Komm mal klar, ihr wollt doch auch nur surfen, chatten und telefonieren. Hier kann man auf jeden Fall. Hier ändert sich auf jeden Fall hier der Ton. Und jetzt inklusive LTE 50. Ab fairen 14,99. Jetzt auf klarmobil.de. Der? Lautstärke. Der? Weg! Echt? Ja, weg. Ich habe ja auch schon ein paar Radiosender eingespeichert, das zeige ich jetzt eben mal. Aber jetzt in der Perspektive, das ist ganz schön drauf. Schauen wir mal, ob es so schärfer wird. Naja, schaut so eher ein bisschen scheiße aus. Ich glaube, ohne Licht ist schöner. Auch wenn es dunkler ist. Ich habe schon ein paar Radiosender eingespeichert damals und die sind immer noch aktiv, leben immer noch. Drei schönen guten Tag. Die Fluggesellschaft Bescheißer Sender, brauchen wir nicht. Auf Antenne Bescheiße. Wenn schon. 1525 92 90 92 9. In Nürnberg und Forchheim. Der in auswärtige Richtung unterwegs war erfasst und schwer ver. Und Veranstaltern aufnehmen, um die entstandenen. Hier kann man auch noch irgendwas einstellen, PS. Aber immerhin, es wird. Irgendwie eine. Ich bin Michel. Speicherreihe oder sowas. Kurz nach halb drei miteinander. Ja. Und da keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Vielleicht habe ich jetzt auch irgendwas gelöscht. Polizeisprecher Michael Hetzner. Nach unserem aktuellen Erkenntnisstand. Ja, das ist ja anders. Das Kind wurde dann von abgehalten Müllsammler. Zwei. Okay, vielleicht habe ich jetzt auch schon irgendwas rauskaut. Ah, hier lebt's wieder. Hier ist wieder alles, wie ich es vorhin hatte. Was waren die wichtigsten? Hier ist wieder der lustige Fail. Karlsruhe. Reichen in Bayern ist verfassungswidrig. Es ist wieder gleiche Nachrichten, haben auf zwei Sender. Das ist wieder LOL. Bürger müssen sich aber frei bewegen, entschied das Bundesverfassungsgericht. Das Verfahren könnte eingestellt werden. Ohne Auflagen. Für die übrigen drei steht eine Geldauflage von 10.000 Euro. Das ist wieder so lustig. Ums Leben gekommen. Rüstungsspirale. Russland will schnell. Metern Reichweite bauen. Diese Mittelstreckenrakete. Woche gekündigt. Deutschland und der Welt. Uhr. Okay, jetzt ist es. Wieder stärker. Bewölkt. Jetzt geht's eh nochmal. Aber Nachrichten waren genau gleich. Ich lache mich kaputt. Wollt die Spielerei? Okay. Hier schreibt man einfach mal 1. Hier kann man die hier noch durchschalten. Hier drüben auf diesem Pfeile. Man kann hier auch noch hier einen Hebel umstellen, hier den Mittelhebel wegen verrutschen. Oh Scheiße, jetzt ist schon wieder der Ding runtergefallen. Da springt er dann anders, wenn man hier die Hebel umstellt. Da macht es automatisch bei ganz oben. Und bei ganz unten diese Mittelhebel. Da sucht er auch was. Und in der Mitte ist manuell.
Manuell finde ich auch persönlich besser. Kann man genauer einfach einstellen. Boah, nee, ey. Ja, I. So viel dazu. Ich muss hier nur aufpassen wegen Musik und so. Hier kann man auch noch irgendwas einstellen. Keine Ahnung, was das hier ist. Hier, ach, hier kann man, glaube ich, noch eine was einstellen, irgendeine Reihe. Hier passiert gar nichts. Ach, Mittelwelle. Ach, shit, geht das jetzt nicht mehr weg? Ah, hier doch. Okay, jetzt müsste es wieder stimmen. Kassette ist hier kaputt, leider, weil der. Ja. Der Kassette ist das folgende Problem. Dass da innen drin das Band kaputt ist, das Kabel, das kleine Flachbandkabel, dass man Kassette überhaupt wiedergeben könnte über den Tonkopf. Und das Laufwerk selber ist auch ein bisschen kaputt, wahrscheinlich wurde es deswegen weggeworfen. Aber Radio hören geht damit noch wunderbar. Ich hoffe, ihr hat das kleine Video jetzt gefallen. Ich bin mir leicht erkältet auch, leider. Aber es geht schon. Ah, ich muss das Nase putzen. Na gut, ich sag danke fürs Zuschauen und. Tschüss, euer Übernehmer Straßmann-Fan 0011. Ja. Aber vielleicht werde ich das auch bald irgendwann umbenennen, aus Sicherheitsgründen. Ich weiß es nicht. Mal schauen, ob ich es irgendwann verändere. Aber es schaut auf jeden Fall gut aus. Ich hoffe, es hat euch gesagt, gefallen. Ich schalte es wieder aus, dann geht der Display auch wieder aus. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht irgendwas vergessen. Aber gut. Stecker auch wieder ziehen. Wenn ich das Radio einschalte, geht sofort die LED aus. Zack, Reststrom draußen. Ja. Und so schaut das gute Stück nochmal aus. Ich versuche es nochmal von vorne zu zeigen. Ja, ganz schön. Und das hier ist im Arsch. Vergiss es. Naja. Also, danke fürs Zuschauen und ciao.